Jo, meine Runde, ich bin ein anderer. Was geht ab? Mein Name ist Max. Willkommen bei meinem neuen Video. Schon ein bisschen her, ne? Liegt auch daran, dass ich einfach komplett unzufrieden bin mit der komischen Kacke, wo ich fabriziere. Deswegen da ich nicht hoch. Weil, ne? Wenn ich es mir schon nicht angucken will, warum soll das ein anderer angucken wollen? Und ja, ich habe jetzt auch hier wegen der Schule und Praktikum und bla und bla. Habe ich einen Haufen Stress. Wovor ich mich auch drücke, weil ich ein fauler Stinkbeutel bin. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gedacht, hier machst du ein Minecraft-Video, da kann man, musst du nicht so viel denken, musst nicht so viel gleichzeitig machen. Und ja, zeigst ein bisschen deine Welt und sagst, warum du nichts hochgeladen hast und mich so überzeugt reden, weil, na, was geht denn ab? So, meine Minecraft-Welt, ich spiele das immer, wenn ich irgendwie so einen Podcast anhöre oder irgendwas, irgendwie ein Album oder sowas, was ist das? Zu machen. Ja, dann spiele ich das immer so nebenbei und höre mir irgendwas an und bla und bli. Ja, und dann habe ich bis jetzt hier schon ordentlich was zusammengebastelt. Hier vorne ist ein Spawn, also mein Spawn, nicht ein Spawn. Da ist auch direkt so ein Spinnenspawner. Da habe ich immer so ein bisschen XP und was weiß ich, was man alles von den Viechern kriegt. Boost-Zeug. Ja, habe ich mich hierher gepflanzt, habe angefangen ein Haus zu bauen. Fangen wir direkt damit an. Hier vorne ist eine Höhle, eine Farm und mein Angelplatz. Und davon sind meine Tiere und mein Quarry. Also das habe ich gerade angefangen, das Quarry. Hier so einfach die Eingangshalle. Wunderschön, hier so zwei Potte mit Dingens und Bäh. Das sind meine ganzen Öfen. Die habe ich geschickt im Boden versteckt. Versteckt übrigens. Das ist der rote Teppich, wenn man reinkommt. Wunderschön. Das musste ich auch erstmal rausfinden, dass das hier jetzt so ein neues, was Neues ist hier in Minecraft. Dass man jetzt Teppich aus Wolle machen kann. Der Basement / Keller. Also hier habe ich so meine Kisten mit Zeug drin. Random Zeug, hier meine Ores. Ich mache hier mal Blöcke, weil Platz. Steine, Dreck, Holz, Blumen. Ganzen neuen Blumen, das Zeug, was man vom Mobs kriegt. Keine Ahnung. Hier vorne ist immer das, was ich momentan mache. Also ich versuche gerade hier ein paar... Wissen Sie, Bookshelves, ne, Bücher, Regale und sowas zu machen. Und hier unten geht's dann in mein Secret. Mit meinem, ne, Nether Portal, da drin habe ich auch nichts gemacht. Hier ist ein Anvil. Und hier kommen halt noch die Bücher hin. Weil, ja, es war einfacher Bücher zu machen, als man noch kein Leder gebraucht hat. Hier raus. Ne, total versteckt hier mit dem, mit der Abgrenzung im Boden. Wunderschön. Ich habe mir jetzt auch Call of Duty Ghosts geholt. Ich habe mich zwar geweigert, mich das zu holen, aber ein Freund von mir hat einfach gesagt, oh, hol dir das, dann können wir wieder spielen. Und ich sagte, okay, dann hole ich mir das, dass wir wieder spielen können. Hier ist meine Farm. Können wir mal reinschlappen. Mit Viecher wieder drauf umgespawnt. Ja, hier vorne ist alles voll mit Wheat. Wheat. Das sind meine Karotten. Ich brauche noch mehr von den Lily Pads hier, dass ich das hier überall drauf machen kann, weil das ist so, ne? Ist geil, ne? Die habe ich halt noch nicht überall, hier mit den Karotten und weiter ganz hinten sind die Kartoffels. Ich habe noch keine Wassermelonen oder Pumpkins. Pumpkin Seeds habe ich, aber ich brauche keine Pumpkins. Und ist mein Herd. Mein Pferd. Er freut sich irgendwie ein Schneekönig. Ich habe überall an der Seite so Ein- und Ausgänge. Sau clever. Hier habe ich so ein paar Bäume, da habe ich ein paar Saplings gefunden. Akazie. Ja. Das hat keinen Namen, mein Pferd. Ich weiß nicht warum. Arschgaul. Hieß das so von Borderlands 2. Ja, zurück hier, ne? Der Ding, hier ist Black Ops. Nee. Ghost. Ich bis jetzt... So, naja. Nicht so wirklich überzeugt davon. Ist halt ein normales Call of Duty. Und meiner Meinung nach auch das komplizierteste bis jetzt. Weil, ne, das. Ich weiß nicht, ich verstehe das noch nicht. So mit dem Zeug freischalten und ne. Gut, ich muss mir auch erst einspielen. Ich bin erst Level 10, 11, irgendwie sowas. Ich habe überall so random Working Benches, dass ich irgendwas machen kann. Zombies. Vielleicht hätte ich das anfangen sollen, wenn es morgens war, nicht nachmittags.
Auf jeden Fall das hier vorne, das komische Häuschen da, das ist mein Schloss. Bis jetzt sieht man schon meine ganzen Hähnchen drin. Kühe, Schweine, Dollarscheine. Da muss ich schon rumkappen. Das hier ist... Oh, da sind so viele Eier drin. Auf jeden Fall kann ich hier einfach mal durchswatchen. Yeah. Hier, irgendwie, ich gekocht das Huhn. Was ich immer mit den übrigen Eiern mache. Oder was, wie das funktioniert übrigens. Hier oben sind so noch mehr Hühner drin. Die legen die Eier. Die gehen hier in so ein Saugnapf-Ding rein. Da unten drunter ist ein Dispenser. Der pupst die Eier darunter. Easy going. Und die ganzen Hühner unten stehen auch auf Dispensern. Also alles, was dann da reingedroppt wird. Auch die Eier hier. Die werden dann da unten in die andere Kiste gebracht. Und wenn sie halt verbrennen, dann ist da direkt gekochtes Huhn. Das dann auch durch diese Saugnäpfe. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ey. Ja, das wird dann da auch in dieses Ding reingebracht. Und hier hinten ist mein... Hey. Ich hasse Knockback. Ich habe auf meinem Schwert Knockback 1 gekriegt. Ich hasse das. Das ist so nervig. Weil du willst was töten und das fliegt die ganze Zeit weg von mir. Hier ist mein Quarry. Das ist übrigens ein Dickstab. Das ist noch nicht so weit. Ich habe jetzt angefangen. Schon wieder so einer von der. Das hier rauskriege und das, was ich so noch drin hatte. Ich habe noch ein kleines Bett hingestellt. Einfach, dass ich nicht durchgehend nach Hause laufen muss, wenn es dunkel wird. Gott sei Dank. Und diese Zombie-Invasion. Mit dem spiele ich nicht. Ja, das war im Prinzip auch schon meine Welt. Ich mach da immer sowas wie die Farm. Das habe ich so im Podcast, der so anderthalb Stunden ging oder sowas, angehört und habe die Farm gemacht. Und jetzt heute habe ich mir mal wieder einen Podcast angehört und habe das Quarry angefangen. Stimmt, das habe ich noch gar nicht gezeigt, hier meine Cave. Das war eins der ersten Mal, die ich gemacht habe. Hier so ein Höhleneingang. Hier kommt man wieder hoch und hier runter habe ich mir extra so ein Wasserpfützen-Ding gemacht. Ich bin nicht in so ein, wie heißen die Dinger, Ravine reingefallen. Direkt am Anfang vom Buddeln. Habe ich noch weiter gegraben, das bin ich jetzt hier auf, ist das Level 6. Ist das hier? Ja, stimmt, da habe ich hier Zeug zum Schmelten. Ja, hier habe ich so dieses komische Strip Mining angefangen. Das geht ein gutes Stück nach da hinten, das habe ich auch. Ne, ich gehe jetzt nicht bis ganz nach da hinten, das ist ewig. Da läufst du bestimmt 2 Minuten. Oder 2 Minuten oder so. Hier habe ich auch noch nicht so tief gebuddelt, die Dinger. Was ist das denn? Warum ist hier so dunkel? Das ist cool. Nice. So ein Zeug. Das ist halt assi gut für Diamanten zu finden. Das habe ich auch noch in die Richtung angefangen. Hier habe ich erstmal auf einer Seite angefangen rumzubuddeln. Ah genau, hier vorne bin ich auch wieder in Ravine gestoßen. Hier. Deswegen buddel ich da nicht weiter, weil da ein Haufen Höhlen sind und ich komme immer nur an dieselbe Scheiße. Also habe ich das gelassen. Mal wieder hoch. Finde ich gut, dass er da steht. La 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 la. Ups. Ah! Wie unfair. Double Team, der war doch eben nicht da. Jesus. Ja, das war's eigentlich schon davon. Falls ihr Lust habt, Call of Duty Ghosts Videos zu sehen, dann könnt ihr das ja sagen. Ich genieße das Spiel jetzt nicht so, ich genieße das Spiel nicht so wie Modern Warfare 2. Es kommt einfach in meiner Meinung nach nichts mehr dran. Black Ops 2 war jetzt... Ja, ich habe das Spiel einfach nicht mehr ernst genommen. Ich habe nur noch rumgedödelt. Hier sind meine Fishing Trophies. Nemo und zwei andere. Dann habe ich, weil ich so viele Bäume um mein Haus gepflanzt habe, aus irgendeinem Grund, habe ich einfach ein scheiß Blätterdach gemacht.
Und hab das hier komplett so ausgehöhlt. Ich weiß zwar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich snipe manchmal ein paar Mobs von mit einem Bogen von hier runter, aber psch. Das ist ja auch nichts, was man so machen muss. Ja, das Blech zum auf dem Land. Ja, das war es eigentlich von meinem Haus. Das war alles, was ich sagen wollte. Vielleicht über noch so hier Next-Gen-Consoles, großes Thema. Ich hol mir jetzt noch keine, vor allem keine Xbox. Ich gehe mit PlayStation wieder, weil ich habe schon immer PlayStation gespielt. Kein besonderer Grund, nicht irgendwie, dass ich sage, na, die Xbox ist scheiße, deswegen spiele ich nicht mit der oder sowas. Nö, ist mir eigentlich egal. Ich meine, wenn ich früher Xbox gespielt hätte, würde ich jetzt auch Xbox spielen. Ich spiele früher PlayStation gespielt, also spiele ich jetzt PlayStation. Easy going. Aber die hole ich mir dann auch erst nächstes Jahr, entweder Januar, weil da habe ich Geburtstag, kriege ich ein bisschen Geld zusammen oder nö, vielleicht geht da was. Oder halt, es kommen ja auch erst im März immer die, kommen im März die ganzen Exclusive-Titel raus. Ja, hier kann man dem Gras beim Wachsen zugucken. Wow. Drop der Frames. Okay. Da kommen die ganzen Exclusive-Titel raus und das ist halt das, was es interessant macht. Weil ich jetzt Ghost geholt habe auf PlayStation 3. Da muss ich ja irgendwie nur noch 10 Euro draufzahlen im PSN-Store, dass ich es dann auf PlayStation 4 habe oder sowas, habe ich gelesen. So, dann beende ich hier jetzt auch das Video, weil fertig. Gibt ja nichts, was ich zu tun habe. zu sagen habe. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, hab euch lieb. Ciao.